Kapicsába, mi ez? Írjátok ki a fattyút! Még sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szaros! Ne, komm schon! Oh, ich krieg die Katze hier, ey. Ich wiederhole das keine Ahnung wie oft schon. Und ich weiß nicht, wie ich da hinten diese Dingtypen loswerden kann. Okay. Bis jetzt läuft es etwas besser. Pete, sie werden euch umbringen! Nicht, ey. Die sind so nah nach hinten dran. Der Gaul geht auch wohl schneller, ey. Ich weiß auch nicht, wie weit es noch ist. Neue hier vorne schon mal. Oh. Hier, geh, das Land war! Hier! Hier! Oh Gott, in der Brande! Oh mein Gott! Helm, Himmel! Hier, Mann! Die Wallachie! Hilfe! Doch! Hilfe! Beeilung! Bewegt eure Ärsche her! Legt an! Und Feuer! Wieder! Wieder! Hat du Hut und Gitte! Seht mal, sie ziehen den Schwanz ein! Verpisst euch, ihr dreckigen Hunde! Schnappt euch
Schnell, wir schließen das Tor. Gib ihm doch jemand zu trinken und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Garlitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devisch zu sprechen? Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlitz. Die Schlächter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlitz komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlitz ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben Sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir Ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. So, damit willkommen zurück. Statt aus jetzt. Okay. Was ist nur mit diesem Spiel? Er lässt sich entschuldigen, Herr. Er kann morgen leider nicht kommen.
Er hat frühestens übermorgen Vormittag Zeit. Nun, ich schätze, so lange kann es noch warten. Gib ihm Bescheid. Das werde ich. Da ist eine schwere Tür, alles klar. Ich glaube, wir sollten mal was essen. Energie 31, Sattheit 28. Schöne Linsensuppe. Wohl den Pfeil haben wir sogar gekriegt, aber uns im Bein stark. Okay. Hunger haben wir, glaube ich, immer noch. Oder wir sind müde. Du darfst keine Zeit verlieren, okay. Los, beeil dich! Was ist denn mit dem Essen? Kriegt er hier noch Essen oder nicht? Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde! Ist da jemand? Oh, Entschuldigung. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Ich hörte von deinem Vater. Man sagt, er wäre ein Schwertschmied, der aufs Land zog, um Hufeisen zu schlagen. Mhm. Ich verstehe nicht, warum er sein Talent so vergeudete. Er genoss einen sehr guten Ruf. Wahrlich ein großer Verlust. Was passiert ist, tut mir leid, aber so unmanierlich zu sein. Wo ist jetzt was zum Essen? Meine Herrin, du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke?
Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, Herr. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robert. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von eurer Großzügigkeit. Ja, ja, hab Dank, Herrin. Möge Gott euch für eure Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Herrin. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Hm, ich schlafe immer mit Stiefel. Du hast gelernt, Nahrungsmittel. Nahrungsmittel haben verschiedene Eigenschaften. Dafür zum Beispiel nicht so satt wie ein... Untenbraten, ja klar. Okay. Wir nehmen alles mit. Unser Inventar ein bisschen aufstocken. Wir haben ja vorhin gerade alles mögliche gefuttert. Ich weiß bloß nicht, ob die Sachen verderben können. Da habe ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Okay. Stehlen tun wir mal hier nichts. Das bringt mich nur wieder an irgendwelchen. Was zu öffnen? Met. Oh, hallo. Man kann mit ihm reden. Es war schrecklich, minus eins. Oh, shit. Es war ein Tag wie jeder andere. Aber plötzlich sah ich dichte Rauchschwaden über Rovna aufsteigen. Und dann kam Sigismunds Armee aus dieser Richtung. Ich glaube, der Befehl zum Angriff kam noch, bevor Alarm geschlagen wurde. Gott schütze uns! Ich lief mit den anderen zur Burg. Hinter mir hörte ich die Schreie der Angreifer und der Verwundeten. Dann drehte ich mich um und sah, wie mein Vater versuchte, Mutter zu retten. Sie wurden beide getötet. Ich konnte nichts drücken. Das Tor war schon geschlossen. Von den Zinnen riefen sie mir zu, ich solle fliehen und euch warnen. Mit Gottes Hilfe gelang es mir. Wie grauenvoll. Du hattest Glück zu überleben. Gott segne dich für die Warnung. Ich werde für dich beten, Junge.
Das haben wir vorhin geöffnet anscheinend. Okay. Komm ich auch noch was? Nee. Alles klar. Dann hauen wir uns gebratene Ente noch rein. So. Okay, wo ist jetzt unser Schlafgemach? Alles klar. Das ist die Richtung. Oder pennt hier kleine? Na gut. Bett gefunden. Jetzt kann man schlafen. Oh, ist das schön. Ja. Oh, bis dahin, ne? Ist eine gute Zeit. Heute werden die Wachposten verdoppelt. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr! Okay. Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren. Nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Ja, genau. Erst ein bisschen das Wein. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Und wieso kommt die abends hierher? Die will uns doch nicht etwa abfüllen und dann... Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Wir können auch andere Dinge machen, wie nur sprechen, mitten in der Nacht und Wein trinken. Du findest recht. Ja. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf.
Ein Kerl namens Kuhne schuldete meinem Vater Geld und ich sollte es eintreiben. Nur dachte der nicht daran zu zahlen. Es ging hitzig zu, wie so oft, wenn Geld im Spiel ist. Doch Kunesch blieb stur und weigerte sich weiterhin, das Geld rauszurücken. Vater war viel zu gütig, einem solchen Lumpen einen Kredit zu gewähren. Oh. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Vater und ich unterhielten uns immer in der Schmiede. An jenem Tag bat ich ihn, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Aber er lehnte ab und sagte, ein Mann solle seinen Kopf lieber nicht für sinnlose Heldentaten aufs Spiel setzen. Hätte er nur geahnt, welch Schicksal uns erwartete. Oh. Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Es läuft ja immer Zeit, ich würde gerne ein bisschen was sagen. Ein Heer stand versammelt. Fahnen wehten im Wind, die Rüstungen glänzten im Sonnenlicht und die Rösser wieherten ungeduldig. Sie warteten darauf, dass Sigismund das Zeichen zum Angriff gab. Wie furchtbar! Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Ich sah, wie der Deutsche versuchte, sich zu verteidigen. Er, der König Wenzel, einen Säufer geschimpft und Sigismund gepriesen hatte, stand dem Feind mit nichts als einer Mistgabel gegenüber. Vergebens. Sie schlachteten seine ganze Familie ab. Furchtbar traurig. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Thalmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Noch war ich nicht in Sicherheit. Die Kumanen zogen von Haus zu Haus, plündernd und brandschatzend. Sie umstellten die Burg und hätten mich jeden Augenblick entdecken können. Möge Gott sie bestrafen. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden, die sie schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert, und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Das ist übrigens die... Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalmberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medek von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer, sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abschott. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg.
Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagt ihr? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divis scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Talmberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Ja, das Mädchen, was wir gerettet haben, diese Therese, also unten da jedenfalls den Berg runter, die da an der Tür noch war, wo die drei Ganoven davor standen und dann sind wir aufs Pferd, das war bestimmt die. Jetzt kommt ein böser Traum. Bewegt euch! Ihr müsst euch beeilen! Schnell! Wir müssen die Tore schließen! Du kannst nicht zurückgehen! Heinrich, hilf uns! Hilf uns, mein Sohn! Sei kein Feigling! Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Scarlitz auf dem Weg hierher. Okay. Gucken wir uns doch gleich mal an. Alter, da schnarcht einer. Das ist kein Dietrich, war ja logisch. Okay. Ich sehe ja gar nichts. Wie rüsten wir jetzt die Fackel aus? Komm, wir gucken mal. Fackel, Fackel, Fackel. Aha. Sigismund würde uns in den Wäldern nicht erwischen. Hier können wir uns zumindest verteidigen. Der Graben ist tief und wir haben viele Vorräte.
Ein Späher hat gemeint, Sigismund hätte eine Horde fremder Söldner angeheuert. Die kennen sich hier nicht aus wie wir. Wir könnten uns irgendwo verstecken, bis alles vorüber ist. Kann sein. Aber dann würden die sich irgendeinen Skalitzer zur Brust nehmen, der ihnen alles verrät. Daran habe ich nicht gedacht. Nicht, dass ich auf eine Schlacht aus wäre. Aber wenn ich einen Ort wählen müsste, dann den hier hinter den dicken Mauern. Gut gesagt. Quatsch mir die doch mal an. Gelobt sei Jesus Christus. Weißt du, was hier los ist? Nein. Was ist mit dir? Mir? Wie sollte ich? Hab dich mit Herrn Robert gesehen. Hat er dir nichts gesagt? Nein, nichts. Vielleicht sagt er ja was. Gott sei mit dir. Weißt du, was hier los ist? Sigismund kommt. Wer sonst? Er ist der Ober der Bastard Skalitz und nun will er sich Tallenberg holen. Der Sturm ist ein Zeichen Gottes. Beste Grüße. Was ist los? Weißt du irgendetwas? Nö. Nö. Könnte Sigismunds Streitmacht sein. Seine Speer. Oder Skalitzer, die überlebt haben. Ich würde nichts Gutes erwarten. Okay. Was zum Teufel? Ihr wollt mit ihr reden. Ich glaube, hier geht's dann nicht mehr weiter, oder? Okay, hier brauchen wir dann wahrscheinlich... Oh. Ich würde gerne hier was mitnehmen. Die Frage ist, was ist, wenn die das sehen? Aber den Bogen kann man nicht mitnehmen? Doch. Finde ich gut. Jetzt haben wir aber schon mal ein paar andere Waffen als nur das Schwert. Machen wir den Bogen hier. Dann gehen wir mal zurück. Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Weshalb würde Sigismund bei Nacht auf Tallenberg vorrücken? Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skalitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Divisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn.
Was haben die Speer noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht. Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welch Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier. Oh, du bist wirklich noch wach, Dibbisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich. Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thalenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Dibbisch. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich nochmal zurück nach Skarlitz. Du bist wahnsinnig! Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Dibbisch, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Thalenberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund, und viel Glück. Richte Herrn Hanisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Der Weg bis nach Rathay ist nicht mehr rein. Okay. Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skarlitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen. Haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Heinrich, auf ein Wort! Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön! Und keine Sorge,
Die Männer lösen dich später ab. Aber sieht er nicht unseren Bogen? Unseren Bogen auf dem Rücken? Läuft einer, aber man sieht hier echt nichts. Wie lange müssen wir hier bleiben? Ich glaube, jetzt schon. Warum wie ein verlorenes Schaf? Deine erste Wache, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Aha. Die Frage ist, wenn wir jetzt hier einfach so pennen, nicht, dass dann doch jemand kommt, die vielleicht verfolgt wurden oder so. Wisst ihr, was ich meine? Glück und Gesundheit. Was denkst du darüber, wie den Scarlets an die Flucht gelungen ist? Gott sei Dank. Hab schon gedacht, Sigismund stürzt sich auf uns. Scheinbar haben das alle gedacht. Haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Ehrlich gesagt, hab ich immer noch Schiss, dass Sigismund kommt. Und kommen wird er, da bin ich mir sicher. Hoffentlich haben wir auch so ein Glück, wenn wir dem Hunsfort gegenüberstehen. Ach, übrigens, Heinrich, mein Beileid. Danke. Ob es auch mal hell wird? Beste Grüße. Was hältst du davon, dass sich die Scarletzer so davonschleichen konnten? Kann mir nicht erklären, wie sie das angestellt haben. Müssen entweder gesegnet sein oder Sigismunds Söldnertrupp taugt nicht viel. Man hält die Augen offen, wenn man einen Feldzug führt, ganz egal, wie sehr es pisst. Wenn unser eins so einen Scheiß baut, zieht uns Herr Robert die Haut ab. Du hast ihren Angriff nicht gesehen. Ja. Eine Schande, dass es nicht alle geschafft haben. Ist Herr Robert wirklich so ein harter Brocken? Hart, ja. Aber gerecht. Ist ein erfahrener Veteran und kennt sich aus mit der Kriegskunst. Das glaube ich gern. Haben wir noch einen? Guten Tag. Guten Tag. Was hältst du von der Flucht der Scarletzer? Herr Ratzig ist ein feiner Herr. Hat das Beste draus gemacht und seine Untertanen gerettet. Sieht man nicht alle Tage. Er hatte mit diesem Unwetter Glück. Aber genau das ist es. Zufällig passiert irgendwas und man nutzt es zu seinem Vorteil. Gibt nicht viele, die an sowas denken. Ja. Hm?
Ich will da auch nicht drüber springen. Ich will nämlich nur ein bisschen mehr gucken. Mal sehen. Aber es regnet einfach nur. Ja, ist doch gut. Kann man die Uhrzeit irgendwo sehen? Nö, ne? Doch, da. Aktuell 3.25 Uhr. Die Frage ist, geht die Uhr in Echtzeit oder in Sekundentakt? 3.27 Uhr. Ja, warten wir einfach hier, bis es hell wird. Siehst du da was? Es hört jedenfalls mal auf zu regnen. So langsam aber sicher. Sieht hier aber echt nichts, bis auf die Stelle hier ist relativ gut. Okay, was ist das hier? Aktivitätengeber und erforscht das Ding. Ach, das ist doch das, wo wir durchgeritten sind, ne? Und da sind wir, glaube ich, gekommen. So um die Burg dann rum. So, was sagt die Uhr? Ja, es wird dann gleich hell. Finde ich super. Es wird dann gleich hell.
patrouilliert doch auch einer, ne? Hey! Du hast mich doch weggeschoben. Ja, jetzt regnet es schon wieder. Ja, dann würde ich sagen, warten wir mal, bis es hell wird.